Moin Moin und Hallo. Heute ein Workout, was sich um den Bizeps und Trizeps und um den Nacken kümmern soll. Das Workout dauert circa eine Stunde mit Pausen und besteht immer aus drei Sätzen, a 15 Wiederholungen, danach 10, danach 7. Ich wünsche euch viel Spaß, begleitet mich. Haut rein! So, fangen wir an mit den Dips. 15 Stück. Dreizehn, 14, 15, zweite Runde, 10 Wiederholungen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und 10. Letzte Runde bei den Dips, 7 Wiederholungen. Drei, 4, 5, 6, 7. So, weiter. Jetzt geht's mit Armpresse weiter. 15, dann 10, dann 7. 2. Und 15. So, Gewicht erhöht, nun 10 Wiederholungen. Und 10. Okay, letzter Satz bei der Armpresse, 7 Wiederholungen, Gewicht nochmal erhöht. Kommen wir zu Schulterdrücken im Hammergriff. Wir machen wieder drei Sätze, a 15, dann 10 und 7 Wiederholungen. Jedes Mal mit Gewichterhöhung. Dazwischen immer eine kleine Pause. Fangen wir an. 15 Wiederholungen. Und 15. Ja. So, Gewicht erhöht. Nun machen wir 10 Wiederholungen. Neun und 10. Nun zum letzten Satz. 7 Wiederholungen. Ein weiteres Mal Gewicht erhöht. 7 Wiederholungen. Sechs, sieben. Jetzt kommen wir zum Schulterdrücken im Obergriff. Wieder das gleiche, 15 Wiederholungen, 10 und 7. Jedes Mal Gewicht erhöhen. Und dazwischen eine kleine Pause. Auf geht's. 15 Wiederholungen. Zehn.
13, 14 und 15. Weiter geht's. Gewicht erhöht. 10 Wiederholungen. Fünf, sieben, acht, neun und zehn. Jetzt 7 Wiederholungen, nochmal Gewicht erhöht. Vier, fünf, sechs und sieben. Kommen wir zu den Hammer Curls auf der Schrägbank. Wieder 15, dann 10, dann 7 Wiederholungen. Fangen wir mit 15 an. 5. Zehn, zwölf, 13, 14 und 15. So, Gewicht erhöht, nun 10 Wiederholungen. Nach einer weiteren Gewichtserhöhung machen wir jetzt 7 Wiederholungen. 4, 5, 6 und 7. Nun geht's weiter mit den Konzentrationscurls. Die machen wir richtig nice. Wieder 15, 10 und 7 Wiederholungen, jeweils mit Gewichtssteigerung und kleiner Pause zwischendurch. Auf geht's. 5. 10. 13, 14, 15. So, Handel ablegen, aufnehmen, links weiter. 5. 10. 13. 14 und 15. So, Gewicht haben wir jetzt gesteigert. Jetzt machen wir 10 Wiederholungen. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 und 10. Gewichtswechsel auf die linke Hand. Weiter geht's. 1, 2, 3, 7, 8, 9 und 10. Kommen wir zur letzten Gewichtserhöhung und 7 Wiederholungen. Auf geht's. 5 und 7. Handwechsel und weiter. 4, 6 und 7. Kommen wir zu den Bizep Curls an der Hochbank, also
Machen wir jetzt wieder 3 Sätze, 15, dann 10, dann 7 Wiederholungen und kleine Pause zwischen den Übungen. Auf geht's. Sieben. Zehn. Dreizehn. Vierzehn. Und 15. Zweiter Satz. Gewicht erhöht. 10 Wiederholungen. Fünf, neun und 10. Wir legen noch eine Schippe drauf. Letzter Satz. 7 Wiederholungen. Drei, vier, fünf. 6 und 7. Kommen wir zu den Hammer Curls. Das gleiche Prozedere. 15, 10 und 7 Wiederholungen. Auf geht's. Fünf. Zehn, vierzehn und 15. Gewicht erhöht, nun 10 Wiederholungen. Fünf. Neun, zehn. Ein weiteres Mal haben wir das Gewicht erhöht. Nun machen wir 7 Wiederholungen. Fünf. Sieben. Kommen wir zu den Bizep Curls. Also im Stand hinter der Bank. Zuerst 15, dann 10, dann 7. Acht. Zwölf, 15, Gewichtswechsel auf die linke Hand, 7. Zehn, 13, 14, 15. Weiter geht's, erhöhte Gewicht und 10 Wiederholungen. Fünf. Acht, neun, zehn. Gewichtswechsel. Linke Seite. Drei.
5, 6, 9, 10. Noch mehr Gewicht, 7 Wiederholungen. Fünf, sechs, sieben. Arm wechseln und weiter. Vier, fünf, sechs, sieben. Kommen wir zu Kurzhanteln, Trizeps drücken. Auch wieder 15, 10, 7. Fangen wir mit 15 an. 5. 10. 12. 13, 14 und 15. Gewicht erhöht, 10 Wiederholungen. 5. 9. 10. So, wir haben das Gewicht ein weiteres Mal erhöht. Machen nun 7 Wiederholungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Kommen wir zu den Kickbacks. 15, 10 und 7 Wiederholungen. 10, 14, 15, Seitenwechsel und weiter. 5, 8, 10, 11, 14 und 15. Gewicht erhöht, nun 10 Wiederholungen. 5, 8, 9, 10. Handwechsel und weiter. 5, 8, 9, 10. Ich habe ein weiteres Mal das Gewicht erhöht und nun machen wir 7 Wiederholungen. 4, 5, 6, 7. Seitenwechsel. 3, 4, 5, 6, 7. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und Mittrainieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Bis zum nächsten Mal.